Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal, so hoffe ich zumindest, denn es passieren wundersame Dinge. Wir hatten gestern das Update auf die 147.059S. Ich starte mal den ETS. Ich habe diesen Van-Mod im Übrigen deaktiviert. Michael meinte, der könnte zu alt werden und wird wahrscheinlich nicht funktionieren. So, wir starten das Game. Ich überspringe das Intro und ich sage jetzt Spiel fortsetzen. Vorhin kam noch kurz die Meldung von Steam, oh, ich habe auf eine neue Version aktualisiert, auf die 147.059, wo ich gedacht habe, hä, wie kann das angehen? Dann wurden die Navigationsdaten refreshed, also irgendwie merkwürdig, die 59 haben wir ja schon drauf. Wir versuchen das Spiel mal fortzusetzen. Jetzt kommt wahrscheinlich der Vorführeffekt, wo das Ganze funktioniert. So, mal sehen. Genau, ihr seht jetzt auch anscheinend Spiel beim letzten Ladevorgang abgestürzt. Genau so ist es auch. Das hat nicht wirklich funktioniert, ne? Vom 6.4. sehen wir da Folge von gestern. Wir laden das Ganze. Er sagt auch Änderungen am Spiel festgestellt. Ich habe keine Ahnung, was da wieder quergelaufen ist oder ob da Windows irgendwas zerlegt hat. Sollte das jetzt nicht klappen, werde ich es einmal deinstallieren. Neu installieren und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Die Spielstände bleiben ja Gott sei Dank erhalten. Das ist ja jetzt nicht das große Problem. Bis hierher sieht es erstmal gut aus und dann kommen wir hier hin. Plupp und dann ist er weg. Das heißt für mich einmal Neuinstallation und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder bis dahin. Ja, ich bleibe nicht lange weg. So, nach einer Neuinstallation sind wir wieder da. Jetzt sieht das auch alles wieder normal aus. Der Grund ist wohl gewesen. Aus irgendeinem Grund. Ich hatte diesen Traffic AI wieder drin und der funktioniert hiermit überhaupt nicht mehr. Deswegen habe ich den rausgeschmissen. Allerdings sieht das da sehr, sehr komisch aus, was die Grafik angeht. Da müssen wir mal nochmal drauf gucken. Alles ein bisschen verpixelt irgendwie, Grafik. So. Schauen wir hier nochmal rein. Erweiterte Einstellung. Skalierung 39%. Genau, Benutzer definiert. Das soll auch wohl sein. 400, nee, 3 auf 300 hatten wir das nur. Hier ist alles verstellt. Wow. Hoch. Tiefenschärfe, Sonnenstrahlen, Reflexionsstrahlung 200. Alles, was geht. Warum ist denn das so niedrig? Also ich weiß nicht, was bei dem Update passiert ist. Also offensichtlich ist da irgendwie alles, ja, keine Ahnung, Ultra. Ach so, genau, hier müssen wir mal gucken, dass wir hier keinen Balken haben, dass wir das wirklich auf höchste Einstufung bekommen. Wer will denn schon auf niedrig spielen? Ultra. Hoch. Hoch. Ultra. Das ist auf hoch. Was ist das hier? Ach, machen wir mal. Wir machen es mal dahin. Reichweite der Lichtkegel. Hatten wir auf hoch. Fußgänger. Ist klar anwenden. Vertikale Synchronisation. Bildwiederholrate. Genau, Standardrate. Auflösung. Ich hoffe, ihr fliegt gleich nicht raus. Das kriegen wir dann zu sehen. Und Helligkeit und anwenden. So. Ganz kurz gucken. Transformieren. Okay, nochmal einen kurzen Cut. OBS spielt mal wieder verrückt. Wir sehen uns gleich wieder. So, Einstellungen korrigiert. Zweimal geschlafen. Jetzt sind wir wieder am Start. Also ganz ehrlich, ich kann euch nicht sagen, was hier schiefgelaufen ist. Ich verstehe auch nicht, warum... das könnten wir jetzt allerdings mal kurz nachgucken. Warum Steam gestern gesagt hat, so Update verfügbar, hat was installiert. Und heute macht er den gleichen Scheiß nochmal. Man muss Steam an der Stelle nicht verstehen.
Auf jeden Fall ist es da hinterher abgeschmiert. Ich weiß auch nicht, warum überhaupt dieser Mod jetzt so gesehen wieder aktiv gewesen ist. Ja, der ja offensichtlich dafür gesorgt hat, dass das Ganze nicht mehr funktioniert. Trotzdem ist hier entsprechend was los. Das muss man jetzt mal ganz klar so sagen. Traffic Density, das ist der. Ich hatte aber nur einen Mod drin. Auf jeden Fall rausgenommen, funktioniert nicht mehr. Jetzt sieht erstmal alles wieder ganz gut aus. Auch grafisch ist es okay. In der Ferne alles ein bisschen verschwommener, so wie sich das gehört. Wir fahren unsere Strecke weiter. So, heute mache ich die Strecke, deswegen regt mich das gerade so ein bisschen auf, dass das so schief gelaufen ist mit der Installation. Mir platzt nämlich irgendwie die Birne. Sprich, ich werde jetzt dieses Video auch machen. Update hat es heute nicht gegeben. Aufnehmen werde ich das Video nicht aufmachen. Werde es rendern und dann werde ich mich hinhauen. Das ist also regelrecht. Ja, keine Ahnung. Unter anderen Umständen wäre ich jetzt längst fertig damit und hätte das sehr, sehr begrüßt. Aber gut. So, gucken wir mal. Ansonsten, ja, wir ziehen hier mal, glaube ich, rechts vorbei. Weil links dieser Sportflitzer macht eh keinen Platz. Sollte hier jetzt irgendwas auf dem Seitenstreifen stehen, haben wir gleich ein Riesenproblem. In diesem Fall aber tatsächlich nicht. Da geht es nach Bologna, da wollen wir aber nicht hin. Fahren ohne Licht, okay. Machen wir es eben an. So. Ich weiß nicht, wie man auf der linken Spur so schleichen kann. Hallo, Polizei. Wetten, die blitzen uns gleich? Das machen die bestimmt. Aber man sieht, ne, Grafikeinstellungen runter, das sieht dann echt übel aus, ne? Allerdings Skalierung 400 könnt ihr auch nochmal antesten. Das war am Anfang bei irgendeinem Update, war das ein Problem. Irgendwie habe ich Lust, den von der Straße zu kicken, aber naja. Das mache ich, wenn er uns gleich Geld abkassiert. Weil wir zu schnell sind. Also was hier passiert ist bei dem Ab. Ich kann es euch nicht sagen, weil gestern war die Version ja drauf. Dann kommt heute an. Oh, habe ich eine neue Version installiert. Computer sind manchmal komische Geschöpfe. Oder aber, ich kann mich aber tatsächlich nicht dran entsinnen. Ich habe gesagt, oh, ich probiere diese Traffic Density mal wieder aus und aktiviere das Ganze. Und das war dann das Ergebnis davon. Also er funktioniert nicht. Da müssen wir dann die 1.47 abwarten. Ja, Mensch, und zu Ostern mit dem, na, wird wohl nix. Aber ich sage euch was, Leute. Ich mache heute,
also für mich jetzt morgen, für euch heute, am Samstag, die Folge für Russland fertig. Und dann werden wir mal gucken, ob wir eventuell oder wie weit wir nach Russland reinkommen. Ob dort das DLC zu sehen ist, was ja theoretisch fertig ist, aber nicht gespielt werden kann, weil ja logischerweise Frachten fehlen. Aber vielleicht kann man sich das mal angucken. Also ich bin jetzt neugierig geworden, nachdem ich das neue DLC im Niemandsland entdeckt habe. Schauen wir uns das Ganze mal in Russland an. So. Alter, ich sag mal was, so mit Kopfschmerzen wolltest du so einen LKW aber auch nicht fahren. Meine Güte, was ist da los? Wir wollten uns ja den einen Fotopunkt angucken. Und dahin sind wir ja jetzt gerade aktuell unterwegs. FPS-Systemstandard. Stand da nicht mal was anderes? Gut, ich habe es auf 75 Hertz gesetzt, weil tatsächlich, ich habe hier zwar einen 4K-Monitor, aber mehr als 75 Hertz kriegt der eh nicht hin. Also warum soll ich da mehr rausjagen? Macht keinen Sinn. Und ganz ehrlich, bei solchen Simulatoren wie hier jetzt, siehst du es eh nicht. Du überlegst, Filme im Fernsehen normalerweise 24 FPS und schon hast du einen fließenden Übergang. Ich glaube, Kinofilme werden mit 25 Bildern pro Sekunde gemacht. Es läuft auch flüssig. Von daher dieses Ganze, ich denke mal, mehr FPS, ich weiß nicht, eventuell bei Shootern oder sowas, das ist dort ja vorbei, wenn der Monitor nicht mehr kann, was nutzt dir das dann? Also, ich sehe den Sinn nicht, ganz ehrlich. Wenn The Bus mal so laufen würde wie das hier. Aber das kommt, ne, wenn man was entwickelt und dann muss man während der Entwicklung dran rumfuschen. Und letztendlich stellt man fest, die Performance wird immer schlechter. Das verdirbt natürlich auch den Spaß am Spiel. Auch klar, was ist das denn, Irland? Ja, auch ganz schön pixelig, die Textur. Sagen, ob das eine Jessie Cat ist oder eine andere. Aber da müssten die Modder auch ein bisschen mehr drauf achten, dass man so einen Pixelbrei nicht ins System stellt. Da war einer ohne Textur. Das ist der Beta geschuldet. Aber wir kommen gut durch. Das muss man jetzt mal so anerkennen. Kein Seitenstreifen, auf dem ich überholen kann. Aber hier. Das hat gepasst, würde ich sagen. Was? Geschwindigkeitsübertretung. Aber das war den Spaß wert. Wenn das hier eine gut befahrene Autobahn ist, dann ist das hier natürlich immer so ein Staupunkt. Ne? Überholverbot. 60 dürfen wir fahren. Wir fahren 90.
Der Seitenstreifen ist breit genug. So. Ich immer sage, es ist ein Simulator. Und da kann man solche Geschichten schon mal machen. In der Realität bitte nicht nachmachen. Wie kann ich doch hier... Achso. Echt ausgebremst. Ne? Gibt ja auch Mautstationen ohne Schranke. Da kannst du natürlich so durchknüppeln. Ne? Eigentlich müssen wir auch mal so einen Speedrun machen. Von A nach B mit schnellstmöglicher Geschwindigkeit. Einfach mal so zum Spaß. Der sieht jetzt, dass wir zu schnell fahren, macht ein Foto und schickt uns dann hinterher die Blitzerrechnung. So, ich denke, die sind da auch wegen dem grünen Ferrari-Fahrer. Ich glaube, ein Ferrari oder ein Lambo, ich weiß jetzt gar nicht. Sagen, nächster Parkplatz ist unser, dann gucken wir noch kurz auf die Mods. In der nächsten Folge sollten wir unseren Fotopunkt erreichen. Aber warum ein Mod veranlasst, dass angeblich nochmal ein Update gemacht wurde auf eine neue Version und Änderungen am Spiel, und hast du nicht gesehen? Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Könnten wir hier irgendwo parken, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe gedacht, das knallt jetzt. So, pass auf, wir fahren ganz rüber. Wir werden uns hier hinstellen. So. Genau. Einmal auf Escape. Wir gehen auf Beenden. Wir gehen auf das Startmenü. Dann speichert er uns das. Wunderbar. Und wir gucken uns mal eben den Mod-Manager an. Truck Traffic, das ist soweit alles okay. Das haut hin. Traffic Density 1,46. Genau. Und jener welcher ist der Auslöser für den Absturz, der unter der 1,47 nicht mehr funktioniert. Und von daher werde ich ihn aus dem Mod-Ordner erstmal komplett entfernen. Das macht keinen Sinn. Alle anderen laufen und verursachen keine Fehler, aber der hier, habt ihr gesehen, alleine schon im Startmenü fängt er an, dass er einen Fehler schmeißt. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich über Abos, über Däumchen, über Kommentare. Gerne könnt ihr den Kanal auch unterstützen. Links dazu in der Videobeschreibung. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann morgen in alter Frische hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.